hier einfach sprengen. Ich kann mich eigentlich auch hier reinstellen. Ja, hat super geklappt. Okay, so kann man natürlich auch extrem runterfallen. Und hier ist er, denn sein Name, also er tut ja den der Höhle einen Namen geben. Es ist König Dodongo in der Dodongo-Höhle. Tyrannosaurus King Dodongo. Der ist sogar noch einfacher als der erste Boss, finde ich persönlich. Einfach, wenn er sein Maul aufmacht, ja, Bombe nach ihm werfen ins Maul. Und dann einfach nur, dann kann man ihn halt Schaden zufügen. Und wenn er dann in seiner Rage-Phase ist, das war jetzt nicht so schlau, wenn sein Maul auf ist, einfach Schild halten, dann kann man schon keinen Schaden bekommen. Wenn man Schiebe benutzt, muss man das auch nur dreimal machen. Hoffe ich zumindest, wäre sonst ein bisschen dumm, aber ein viertes Mal denke ich nicht. Ne, das war's auch. Jetzt gibt's wohl einer der brutalsten Todesszenen. Der rollt nämlich hier durch sein Leben durch, tut mal gegen eine Wand rollen und dann in die Lava hinein. Und komischerweise neutralisiert er irgendwie die Lava oder so. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall können wir jetzt auf dieser laufen. So, welche unten? Ich verstehe auch nicht warum. Aber auf jeden Fall können wir hier laufen. Und hier gibt es den Herzcontainer. Damit sind wir jetzt bei 8 Herzen. Und das ist schon ein bisschen brutal. Wenn du dir mal überlegst. Ich glaube, gab es von Roma eine Leiche noch am Ende? Egal. Wir verlassen den zweiten Dungeon, den wir erfolgreich beendet haben. Bumm. da kommt da angekrochen. Tja, ich habe jetzt euch den Arsch gerettet, kann man so sagen. Ja, er killt uns einfach beinahe. Oh Mann. Welch aufregendes Abenteuer, es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für uns ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Wenn die Höhle Dodongo-Höhle heißt, dann, ja, scheiß drauf. Und der Fels über den Eingang der Höhle versperrte. Ja, warum schaut er dann nicht? Egal. Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Ich sag's dir, die Gerudo, die sind absolut schlimm. Er sprach, gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Ja, warte, warum? Weil Ganondorf kennt ihr ja dann auch erst seit 5 Minuten. Warum wollt ihr mir helfen, die Höhle zu öffnen, aber ihm nicht? Ach, egal. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Ah, wegen Corona? Ach, lieber nicht. Keine Angst, keine große Feier nimmt dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Ach so, ich dachte, wir müssen das Blut austauschen oder so. Egal. Gib mir einfach den Feuerrubin oder so. Wie heißt das Ding nochmal? Goronenrubin? Der Goronen-Opal, warum kein Rubin? Egal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goronen zu schließen. Du besitzt nun 2 heilige Steine. Suche nach dem dritten. Um
Wie ich schon mal erwähnt habe, dass der Wasser, also er wird ein Wasser sein, ein Wasseropal, keine Ahnung. Er gibt uns jetzt einen Tipp, wir sollen doch mal auf den, also ganz oben auf den Berg gehen, mit den Bomben kommen wir da jetzt auch hin. Aber ja, dort wird eine Fee uns helfen können. Ja, jetzt gibt es erstmal ein bisschen wieder, ja, nicht so viel Backtracking. Aber wir können ein bisschen Backtracking betreiben und dann wird es erst zu, ja, dem neuen Ort geben. Dort werden wir dann auch erst ein bisschen verweilen. Aber es wird jetzt nicht so eine lange Pause zwischen den Dungeons geben wie beim ersten bis zum zweiten. Okay Leute, als nächstes tue ich jetzt mit dem Bomben ein bisschen Backtracking betreiben. Als erstes gibt es erstmal diese Wand, die wir zerstören können. Da ist eine Skulltula drin, nach meiner Erinnerung. Genau. Normalerweise würde man jetzt meinen, man kommt an die nicht ran, weil die zu hoch ist, aber man kann hier einfach hochklettern. Aber hier ist, glaube ich, keine Skulltula drin. Hier ist, glaube ich, eine Truhe drin, wo aber nichts Wichtiges für uns drin ist. Aber ich würde trotzdem mal reinschauen. Nur ein paar Rubine. Wir können jetzt aber nochmal zurück in die Geruhenstadt gehen. So, hier sind wir drin, denn wir können jetzt auch einfach mal nach hier links gehen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein paar mehr Bomben. Was ist? Ah, nee, da geht's runter. Denn wir können hier reingehen. Und hier befindet sich, ja, wie soll ich sagen, so ein kleines Rätsel oder so. Auf jeden Fall ein Labyrinth, wo wir uns durchspringen müssen. Und am Ende gibt es ein paar Belohnungen für uns, unter anderem eine Skulltula. Ist er richtig? Ist es richtig? Die Skulltula befindet sich in der Box und hat mir erstmal schön einen Hit gegeben. Aber wir haben sie. Und jetzt gibt es hier noch zwei Truhen. Wo aber, glaube ich, jetzt nicht so irgendwas Wichtiges für uns drin ist. Ja, 50 Rubine und. Es sei denn, ich auch nochmal 50 Rubine drin, dann sind die nämlich. Verdammt. Okay, die Rubine hätte ich mir sparen können. Jetzt gibt es aber da unten diesen Goron, den ich schon mal erwähnt habe. Der hier so ein bisschen herumrollt. Den müssen wir einfach mit einer Bombe. Also muss von der Bombe getroffen werden. Perfekt. First try. Man kann ihn auch mit so einer Donnerblume machen. Das könnte man auch jetzt noch, aber man muss ihn erst ansprechen, wenn man die Bomben hat, denn dann gibt er ein ganz nettes Upgrade für uns. Eigentlich. Hä? Warte mal. Okay. Warum gibt er erst beim zweiten Mal eine Belohnung? Egal. Wir haben die große Bombentasche bekommen, das heißt, wir können jetzt mehr Bomben tragen. Oh Mann. Jetzt müssen wir den Berg weiter besteigen. Das hat uns Darunia im letzten Part gesagt und das will ich jetzt auch machen. Wir konnten mir zuvor nicht hin, weil hier halt diese Bomben waren. Oder, nee, diese Felsen. Wir brauchen jetzt Bomben, so. Den Felsen muss man nicht zerstören, da kann man ein bisschen abkürzen, aber die beiden muss man zerstören und den hier muss man halt wieder zerstören, indem die Bombe in der Luft explodiert. Das hat super geklappt. Ich habe das Gefühl, die Bomben tun ein bisschen schneller explodieren als die Donnerblumen. Das heißt, ich muss das Timing ein bisschen anders machen. Das hat jetzt aber geklappt. Leider nicht so schnell. Ich habe Pissen aufs Maul bekommen, wenn man meine Herzen vergleicht. Da ist nicht wirklich was Wichtiges drin in dem Felsen. Das ist eine Höhle, aber nichts Wichtiges für uns. Und jetzt ist ganz wichtig, den Schild zu haben. Denn wie ihr schon seht, Gott, der Berg will uns töten und man muss sich halt von oben schützen mit dem Schild. Ja, geht vielleicht immer mal wieder ein paar Schritte. Ah ne, tut erstmal ein bisschen verteidigen und dann macht es kurz Pause und dann könnt ihr laufen. So, jetzt wieder Pause, das heißt, ich kann weitergehen. Ich habe das Gefühl, ich werde diesen Part noch eine Fee brauchen.
Ihr könnt ja einfach hochklettern, müsst halt am besten die Spinnen mit der Schleuder ausschalten. Ja doch, sie bekommt sogar ein Herzteil, fällt mir gerade auf. Dafür müssen wir jetzt aber ein bisschen geschickt sein, denn wir können hier in den Vulkan rein, den man erst später gehen soll, denn... Muss ich kurz überlegen... Ja doch, wir haben hier einen Timer nur, weil es zu heiß ist. Und je wie viele Herzen wir haben, umso länger ist dieser Timer. Hier ist erstmal eine Skulptur da drin. Warte, wir haben nur 12 Sekunden. Ja, das können wir vergessen. Okay, wir bekommen doch kein Herzteil. Ah ne, weil ich anderthalb Herzen habe. Ja, die Eule ignorieren wir. Ah, wir können hier rein und holen das Herzteil gleich. Hier drin werde ich auch geheilt. Denn uns wird gesagt, es ist am Gipfel des Berges eine Fee. Und die ist hier drin. Ja, die eine Feenquelle. Davon gibt es, glaube ich, 4 oder 5, vielleicht sogar 6 Stück im ganzen Spiel. Das ist die erste. Und um die aktivieren zu können, braucht man einfach nur Zeldas Wiegenlied, wo man am Anfang des Spiels bekommt. Generell, die Feenquellen muss man, glaube ich, alle mit den Bomben auch aufsprengen. Das heißt, wir können es erst jetzt machen. Ja. Über das Design der Fee möchte ich nicht sprechen. Von ihr aber eine neue Schwerttechnik und sogenannte Magie. Aber die mit der Schwerttechnik tun wir Magie eben aufbrauchen. Das ist einfach, wir hatten davor schon einen Wirbelschlag, aber der wurde jetzt um einiges verstärkt. Und ja, wir werden geheilt, das heißt, ich kann einen Vulkan. Magie, die verbrauchen wir und das, wir können es auch in Gras, Krügen, auch von Gegnern, solche Magieflächen bekommen, damit können wir diese auch wieder auffüllen. Es gibt dann noch ein paar mehr Magiewaffen sozusagen, nicht wirklich so Magiewaffen, aber ja, man kann es schon irgendwie Artefakte eher nennen. Und jetzt ein Tipp, dass in Schloss Hyrule selbst noch eine weitere Fee ist. Das heißt, wir werden nach dem Vulkan dorthin gehen. Also wundert euch nicht, dass wir dann plötzlich im Schloss wieder sind. Diese Magieleiste und kurz zu zeigen, das hier können wir jetzt so aufladen. Das war jetzt davor noch nicht so blau und dann rot. Rot ist am stärksten, aber braucht auch am meisten Energie. Also falls wir mehrere Gegner haben, sollte man diese Wirbelattacke machen. Okay, jetzt sind wir aber voller Herzen. Das heißt, wir können in den Vulkan gehen und sollten mehr als 12 Sekunden haben. Ja, genau, eine ganze Minute. Die wird auch ausreichen, denke ich. Denn wir müssen an dieses Felsecke gehen, sag ich mal. Oder? Warte kurz. War was die hier? Die hier war's. Die können wir nämlich hinabklettern und... Ja, der Vulkan wird das später wichtig. Dann bekommen wir auch ein Item, damit diese Zeit nicht weiterläuft. Aber dazu kommen wir noch später. Wir kommen jetzt auch gar nicht voran, weil da solche Felsen sind, die wir nicht mal mit Bomben zerstören können. Und das Gefühl, ich habe das Ding schon verpasst. Oh ja. Hier ist nämlich ein Herzteil und jetzt habe ich noch 30 Sekunden, um wieder hochzukommen. Wir in Schloss Hyrule oder beziehungsweise Vorschloss Hyrule. Ja, es gab diesen Felsen, den ich erwähnt habe. Oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch einfach ignoriert. Auf jeden Fall befindet sich die Fee da drin. Wir müssen erstmal das Loch aufsprengen. Und hindurch können wir auch nur als kleiner Kerlchen hier. Also machen wir das auch. Sie hat einen, wie sie schon sagt, sehr mächtigen Zauber für uns. Und das ist Dins Feuer Inferno und den werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Aber erstmal müssen wir ihn erstmal bekommen und ja, reden wir einfach nicht über diese Fee. So sieht der ganze Spaß nämlich aus. Aber, den können wir einfach verwenden. Das ist dann einfach so eine Feuerbarriere. Damit können wir halt sehr viele Gegner auch in der Umgebung töten und in Brand setzen.
ist wohl der beste Zauber, also den durch am besten, also durch den meisten verwenden, würde ich sagen. Und ja, damit kann man auch Fackelrätsel einfach easy machen. Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt immer den Stab. Es reicht auf Dienstfeuerentferner eben.